Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich mal mit einem Gerät beschäftigen, was schon ein bisschen länger auf dem Markt ist und was pauschal gesagt so ein kleines bisschen, ich sag mal, verkannt wird, beziehungsweise aus den falschen Gründen wahrscheinlich gekauft wird. Und zwar geht es sich hier um das Sennheiser Reef Pack, was im Prinzip dafür da ist, sieht man hier oben schon ganz toll, es kann Licht messen. So, das ist ein Punkt von dem, was dieses Gerät kann. Es kann aber noch weitaus mehr. Wir haben einen Wasserstandssensor, wir haben eine pH-Messung, wir haben die Möglichkeit, NH3 und NH4 dementsprechend uns in der App anzeigen zu lassen. Der Sauerstoffgehalt. Wir können natürlich damit auch Licht messen. Und das Ganze ist eben auch möglich von unterwegs. Dieses Reef Pack, so wie ich es jetzt hier habe, ist tatsächlich, hat einen Gesamtpreis von 420 Euro momentan auf der Website. Und was ihr dafür bekommt, schauen wir uns das ganz einfach mal an. Es ist im Prinzip jetzt hier eine Abwandlung halt für die Meerwasseraquaristik. Weil das Ganze gibt es auch, ich sag mal, für den Koi-Bereich, also für den Teichbereich, um da dementsprechend was warten zu können. Das ist auch der Grund, warum es diese formschöne Büchse hier gibt, sag ich jetzt mal. Weil die hat nämlich auch ein paar schöne Eigenschaften, wo ich gleich drauf komme. So, wir bekommen einerseits hier unsere Slides. Diese Slides sind im Endeffekt dafür da, um die Messungen überhaupt durchführen zu können. Also sprich NH3, pH werden über diese Slides gemacht. Die müssen wir monatlich wechseln und die kosten uns im Prinzip im Monat 10 Euro. So, das ist schon mal das eine. Dann haben wir den Webserver hier. Der ist im Prinzip dafür da, dass ich meinen Sennheiser, den ich jetzt mehr oder weniger dann gleich bei mir hier im Becken installieren werde, dann auch dauerhaft ins Netz bekomme. Da gibt es verschiedene Varianten zu. Das hier ist jetzt zum Beispiel einer, der auch schon das WLAN mit integriert hat und somit von mir da positioniert werden kann, wo ich es brauche. Die vorherigen Versionen waren unter anderem direkt ans Netzwerk angeschlossen. Das hieß, man hat dann dementsprechend Problemchen gegebenenfalls gehabt. Das Ganze so zu installieren, dass es neben dem Aquarium ist, weil nicht jeder hat, so wie ich, da oben den Router direkt neben dem Aquarium sitzen. Ja, und was wir natürlich auch dazu haben, ist das eigentliche Gerät hier, den Sennheiser Reef, die Messeinheit, die mir dann im Prinzip die ganzen Daten zur Verfügung stellt. So, was ist jetzt ganz besonders hier an diesem wunderbaren, an dieser wunderbaren Box? Und zwar haben wir hier oben Kabeleingänge. Ja, das heißt, wenn ich diese, wenn ich draußen dieses Gerät installieren möchte, dann brauche ich einen Zugang, ich brauche einen Abgang und das ist alles hier oben zusätzlich noch mit Kabel-Einführungsbereichen, wo dann auch, sag mal, Moosgummi oder ähnliches drin ist. Das Ganze haben wir dann auch hier oben im Deckel drin. Und wenn ich das Ganze verschließe, dann ist er dicht. So, zusätzlich kann ich auch noch hingehen, das so verschließen mit Kabelbindern hier links und rechts, dass es nicht geöffnet werden kann sofort. Und somit habe ich eine im Prinzip spritzwassergeschützte Box, wo die Kabel dann vernünftig eingesetzt werden. So, jetzt mache ich mal einen kurzen Schnitt, beschäftige mich ein bisschen damit und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, tatsächlich sollten wir uns vielleicht erstmal angucken, was wir überhaupt alles kriegen. Also ich habe es zwar gesagt, aber die Verpackungen sind ja noch zu. Also machen wir das Ganze mal auf. Und das ist hier ein bisschen tricky verpackt. Gucken, ob der dumme Meerwasser-Aquarianer damit klarkommt. So, fangen wir mal mit den Slides an. Die Slides sind im Prinzip so verpackt. In dieser Packung hier sind drei Stück, das heißt, diese Packung hier kostet 30 Euro. Kommen wir 3 Monate mit hin. Und in diesen 3 Monaten können wir halt hier drüber dementsprechend die Messungen machen.
So, erste Teil. Brauchen wir ja gleich. Also lass mal eins draußen, den Rest lege ich weg. So, dann kommen wir mal zum Webserver und schauen uns den mal kurz an, was wir da drin haben. Strom bräuchte ich vielleicht auch noch hier gleich dafür. Wäre praktisch. So, dann haben wir hier ein süßes, kleines, was auch immer. Ach, das ist der Webserver, oder ist das nicht? Niedlich. LAN, WLAN, USB. Süß. So klein. Und doch so intensiv. So, das ist hier der Aufsatz für das Netzteil. Was haben wir hier drin? Das ist das Netzteil. Ist ja niedlich. So. Und dann schauen wir mal weiter. So. Und ich habe mich natürlich vertan, weil der Webserver an sich ist größer. Dann muss ich jetzt gleich mal gucken. Das ist wahrscheinlich hier das Wi-Fi-Teil. Genau. Das, so wird es sein. So, das ist der Webserver. Hier vorne stehen noch so einige Sachen drauf. Deshalb werde ich jetzt das mal hier oben öffnen, weil da sind noch wichtige Instruktionen, PIN etc. pp. Und da haben wir den Webserver. Einmal USB-Eingang, dann einmal LAN-Eingang. Und ja, ich denke, da muss noch ein kleines bisschen mehr drin sein, weil mir fehlen noch ein paar Kabel. Ah, siehe da. Dann haben wir einmal das Verbindungskabel vom eigentlichen Server zum WLAN-Gerät und einmal USB vom USB-Netzteil zum dementsprechenden Gerät und eine Karte, wo wir dann dementsprechend einen QR-Code auf der Rückseite drauf haben, zum Verbinden bzw. zur Anleitung. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich das Ganze hier mache, weil die Anleitung im Netz tatsächlich, da es ja auch eine britische Firma ist, alles noch in Englisch ist. Sie sind zwar stetig bemüht, das Ganze zu ändern, tatsächlich. Hier und da ist die Website, wo man dann gleich drauf zugreifen, auch schon auf Deutsch. Aber die eigentliche Anleitung ist immer noch Englisch und deshalb, ich habe mir sagen lassen, es ist ein bisschen tricky. Aber ich nehme euch jetzt mal gleich ganz einfach mit und dann machen wir das zusammen. Und dann seht ihr im Endeffekt, wie es gehen soll. So, dann legen wir das hier alles mal schön zusammen. Weil das sind die Sachen, die erstmal für den Webserver wichtig sind. So, und dann gucken wir uns mal eben hier den Lieferumfang vom Senai selber an. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Viel ist es nicht. Weil das Wichtigste liegt ja schon auf dem Tisch. So, und hier haben wir einmal das Gerät, Lichtsensor, die Anzeige hier auf der Rückseite für Temperatur, NH3, pH und wahrscheinlich für den Slide. Dann haben wir hier noch eine Info und wir haben noch einen Slide extra. Das heißt, ich habe jetzt erstmal für 4 Monate Ruhe. Ja, und mehr gibt es erstmal nicht. Sollte aber auch reichen. Packt man dann mal hier vorne hin. Und ja, herzlichen Dank. Das gleiche Spiel hier. Also sprich QR-Codes etc. Was wir schon mal machen können, ist, das Gerät muss ja anschließend unter Wasser. Das heißt, der wird hier auf der Vorderseite, kommt ein Saugnapf dran. Wenn ich den jetzt mal richtig installieren würde. So, der hat nämlich eine gewisse Aufnahme. Und dann können wir das Ganze gleich
Mache ich gleich. Von innen an die Scheibe packen. Ist natürlich dann beim Reinigen nicht ganz so einfach. So, und das hier ist die Version 6. Ich bin jetzt gerade nicht ganz so sicher, wie viele Versionen mittlerweile durch sind, beziehungsweise welche Version ich oben habe. Müsste ich gleich mal gucken, weil ich habe ja noch so ein Gerät. Aber tatsächlich nicht mit dem Webserver verbunden, sondern mit so rein zur Lichtmessung war es gedacht. Und ja, jetzt beschäftige ich mich erstmal kurz damit und dann sehen wir uns wieder. Also. So, tatsächlich wird das jetzt ein kleines bisschen komplizierter. Wir haben jetzt hier auf der englischen Seite stehen, ich soll den Slide, den ich jetzt hier habe, 48 Stunden in Salzwasser vorbereiten. So steht es zumindest. Wenn wir das Ganze im Süßwasser machen würden, 24 Stunden. Das heißt also, ich muss mir jetzt irgendein Gefäß suchen, wo das Ganze reinkommt. Und dann packe ich das Ganze da rein. So, das ist schon mal das Erste. Dann bin ich hingegangen. Ich nehme euch mal ganz kurz mit auf die Seite. Ich habe ja hier dementsprechend die Daten gekriegt. Und jetzt sind wir hier auf der Website, diese Instruction-Website, dann dementsprechend hier, wo mir gesagt wird, was ich zu tun habe. So, Sender-Account solltet ihr euch natürlich im Vorfeld erstellen. Wenn nicht, habt ihr von hier aus die Möglichkeit, einen Account zu erstellen. Ich habe das schon gemacht. Und hier kann ich dann tatsächlich hingehen und meinen dementsprechenden Webserver hier mit den Daten, die ich hier bekommen habe, registrieren. Bitte gebt sie genauso ein, wie sie da stehen. Also Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten. Und dann anschließend geht ihr auf Register und dann kriegt ihr das, was ich jetzt einblende. Und ja, dann machen wir das jetzt mal weg. Genau, das ist dann jetzt dementsprechend hier der... Genau, er kann es nicht lokalisieren, weil das Ganze noch nicht angeschlossen ist. So, dann haben wir jetzt hier die weiteren Instruktionen, die ich mir jetzt angucken werde. Und dann werde ich euch da weiter gleich mitnehmen. Ja, jetzt weiß ich, warum das Ganze ein kleines bisschen tricky ist. Also, im ersten Step, um das Ganze erstmal ins Netz zu kriegen und zu verbinden, muss ich diesen Router hier, also erstmal mit meinem, den Webserver tatsächlich erstmal per Kabel mit meinem Router verbinden. So, wir haben hier auf der Unterseite einmal die LAN-Eingangsbuchse mit dem entsprechenden Käbelchen. Dann haben wir hier in der Mitte einen Micro-USB. Das mitgelieferte Kabel ist ein Y-Kabel. Gleichzeitig auch gleich die Stromversorgung für das Wi-Fi-Modul. So, einstecken das Ganze. Jetzt muss ich gerade eben mal kurz schauen. Einstecken, genau, das einstecken. Hochfahren. Und dann muss ich das Ganze verbinden. So, jetzt gehe ich mal hin. Schließ das direkt oben an, weil ich habe gerade kein längeres LAN-Kabel hier, um das Ganze hier auf dem Tisch zu machen. Wenn ich das Ganze unter Strom setze, dann fangen hier diese süßen Symbole an zu leuchten. Und das Gerät haben wir ja jetzt registriert, verbindet sich dann mit dem Internet und mit dem SendEye Webserver im Netz. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie es läuft. So, wir schließen das Gerät jetzt an. Er ist also jetzt hier an meinem Server verbunden, beziehungsweise meinem Router. Dann gebe ich dem Ganzen jetzt mal Strom. Und dann schauen wir der ganzen Sache mal zu, was jetzt im Endeffekt passiert. Er ist relativ zügig hochgefahren. Ich habe im Prinzip alles schon verbunden. Und der Webserver ist im Prinzip jetzt tatsächlich relativ zügig verbunden. So, was jetzt natürlich noch nicht gemacht ist, ist hier unten
Das Gerät ist noch nicht im Wasser, ist noch kein Slide drin. Den Slide werden wir auch erst später installieren. Aber im Endeffekt, da oben sitzt er jetzt erstmal. Und dann schauen wir weiter. So, willkommen im Chaos. Also, ich hatte gerade eine Zwischensequenz eingeblendet. Da oben sitzt jetzt erstmal der Sennheiser am Router direkt. Und ich nehme euch nochmal mit auf den Rechner. So, aufnehmen. Das ist jetzt die Website, wo ich im Vorfeld meinen Webserver von Sennheiser registriert habe. Und wenn ich den registriert habe und da habe ich dann die entsprechend grüne Schaltfläche, dann gehe ich hin, führe die einzelnen Steps zur Verbindung, also sprich das LAN-Kabel rein, das LAN-Kabel mit eurem Router verbinden, händisch. Das Gerät selber anschließen, den Sennheiser kann man im Vorfeld anschließen und dann halt Strom auf das Ganze geben. Dann macht der Webserver erstmal pauschal alles selbstständig. So, so weit, so gut, so einfach. So, jetzt kann ich von hier aus direkt auf das Gerät zugreifen und bekomme dann diese Anzeige. Tatsächlich ist noch kein Slide da. Ich habe auch per E-Mail auch schon eine Benachrichtigung gekriegt, dass das Gerät außerhalb des Wassers ist, also ist nicht unter Wasser. Und ja, ich könnte jetzt tatsächlich mal hingehen und das Gerät einfach mal jetzt hier drunter legen. Und dann könnte ich jetzt mal hier auf die Lichtmessung gehen. Weil wir haben hier ja dementsprechend schon ja, ein paar Werte von 580 Lux. Wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Muss ich noch gucken. Ha. Kann mir die verschiedenen Sachen anschauen hier. So, das ist jetzt einmal die Web-Oberfläche. Ich habe aber auch tatsächlich die Möglichkeit, und das ist auch schon installiert. Jetzt mache ich hier mal diese Seite. Wo ist mein? Nein, nicht der Feind. Entschuldigung. Das ist mein eigenes System. Da ist der Sennheiser. Und Dashboard. Ich komme direkt zur Übersicht. Das ist eine Möglichkeit. So, jetzt habe ich den aber hier auch offen. Mache ich den nochmal zu. Richtig zu. So, genau. Das wollte ich sehen. Wir haben die Temperatur, wir haben pH, NH3, NH4, Sauerstoff, Lux etc. Aber irgendwie ist das Ganze tatsächlich noch nicht so wirklich miteinander verbunden. So, und da ich ja schon wieder der absolute Technik-Freak und Honk bin, da wir das Gerät jetzt nicht mehr da oben vor Ort brauchen, können wir es natürlich hier unten anschließen. Also, das ist der Anschluss, der vom Gerät in das WLAN-Modul geht. Und hier haben wir den Power. Und wir setzen das Ganze jetzt erstmal unter Strom. Ich habe übrigens rausgefunden, wo meine Lichtanzeige hin ist, aber das machen wir gleich. So, das Gerät startet. Und das Gerät generiert jetzt ein eigenes Netzwerk. So. Jetzt gehe ich erstmal hin und suche nach diesem Netzwerk. So. Jetzt muss ich gerade eben mal kurz schauen. So. Das Netzwerk müsste heißen GLMT3000 und dann eine entsprechende Seriennummer. Ich nehme euch mit auf den Rechner, damit ihr seht, was ich hier wieder verbreche. So, und wir gehen jetzt einfach mal in die WLAN-Einstellung. Das dürfte am einfachsten sein. Magenta ist es nicht. Oder ist es das vielleicht doch? Nein, ist zu weit weg. So, dann muss man nochmal
Genau, da ist er doch. So, hat jetzt ein bisschen gebraucht. Er hat jetzt hier oben auch tatsächlich, versucht er jetzt was zu finden. Und das ist das Netzwerk, was wir brauchen. Und da müssen wir uns jetzt mit verbinden. Was will er denn haben? Connect, bla 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 bla. PC, Passwort, gut. Das kopieren wir uns jetzt hier einfach mal. Gehen wieder auf die Einstellung. Rein. Okay. Und dann ist er jetzt erstmal verbunden. So. Das ist unsere Netzwerkadresse hier. Die kopieren wir auch. Oder gehen ganz einfach auf den Link. Machen wir so. Wir gehen auf den Link und werden hoffentlich direkt mit dem Gerät verbunden. So. Englisch, Deutsch. Oh, es ist Deutsch. Sehr schön. Weiter. Ich werde ein eigenes Passwort wählen. So, einreichen ist gut. Nehmen wir später. So, jetzt sind wir hier auf dem Gerät selber. Wir möchten gerne kabellos arbeiten. Und Internet. Ich würde sagen, Repeater, gespeicherte Netzwerke, Repeater-Option, machen wir das mal. Der scannt das Wi-Fi. Und wir möchten gerne eigentlich hier rein. Das heißt, dafür bräuchten wir jetzt das Passwort. Ha, schlecht vorbereitet. Ich guck mal. Ohne Momento. Ihr merkt, es ist alles nicht ganz so einfach. Und ich sage, dieser Verbindung beitreten. So, theoretisch müsste er jetzt komplett neu starten. Und mir dann jetzt gleich den letzten Punkt da oben auch noch als grün zeigen, weil er ist jetzt hier gerade ganz kräftig am Arbeiten. Und dann schauen wir mal. Verbundene Geräte, was haben wir denn noch hier? Also ihr seht, ich komme schon gar nicht mehr rein. Wir machen mal kurz einen kleinen Break. Ich gucke, wo sich das Gerät bei mir im Netzwerk angemeldet hat, damit wir da auch wieder drauf kommen. So Leute, was lange währt, wird endlich gut. Und ich nehme euch einfach mal mit auf meinen Rechner und dann schauen wir uns das mal alles, so wie es jetzt momentan ist, tatsächlich mal an. Und wir haben jetzt folgende Situation. Der Webserver ist mit dem WLAN-Modul verbunden. Das WLAN-Modul ist mit meinem Heimnetzwerk verbunden. Das WLAN-Modul selber generiert ein eigenes Netzwerk, von dem aus ich die Möglichkeit habe, auch in mein Heimnetzwerk reinzukommen. Aber ich komme nicht von meinem Heimnetzwerk in das WLAN-Modul. Das ist eine Sache, die man wissen muss. So, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, oder ich hätte sie ja tatsächlich, den Umweg über das WLAN-Modul wegzulassen und direkt auf den Webserver mit meinem Router zu verbinden, dann wäre es so, dass ich auch direkt auf den Webserver zugreifen könnte. So, ich gehe jetzt, zeige ich mal kurz hier, wie es momentan ist. Also ich bin jetzt hier tatsächlich mit meinem mit dem WLAN-Zugangspunkt vom SENEI verbunden. Ich wechsle jetzt erstmal wieder zurück in mein normales Netzwerk.
So, jetzt gehe ich auf den Sennheiser drauf, der jetzt ganz normal, also das ist jetzt die Normalansicht, die wir hier haben. So, und wenn ich jetzt hier oben hingehe, kann ich mir eine detailliertere Ansicht holen und habe die Möglichkeit hier über den Bereich Toolbox direkt auf den Webserver zugreifen zu können. Warum? Was nützt mir das? Ganz einfach. Das, was ich hier auf der Web-Oberfläche sehe, sind Daten, die in regelmäßigen Intervallen übertragen werden. Also keine Live-Daten. Ich habe aber die Möglichkeit, über diese Toolbox zu simulieren, oder nicht zu simulieren, direkt auf den Webserver zuzugreifen. Das funktioniert aber nur, wenn der Webserver im gleichen Netzwerk ist, tatsächlich im gleichen Netzwerk ist, wie der Rechner. So, also entweder ich habe die Möglichkeit, den Webserver per Kabel direkt zu verbinden, oder ich gehe jetzt hin, wechsle eben mal kurz in das andere Netzwerk rein, vom SenEye. Wenn ich das gemacht habe, brauche ich hier nur einmal zu aktualisieren und ich komme direkt auf die Oberfläche. So, und ihr seht jetzt hier schon einige Sachen aktiv, und worauf es mir im Endeffekt jetzt hier tatsächlich ankommt, hier ist tatsächlich noch der Bereich pH rot angezeigt, weil ich den Slide schon eingesetzt habe vor den 48 Stunden. Ich habe aber tatsächlich die Möglichkeit, hier hinzugehen und meine Werte anzupassen. Das heißt, wenn ich weiß, was für einen pH-Wert ich habe, den ich jetzt zum Beispiel hier über mein Refactory-System ablesen kann. ZB. No, please hold the line, bitte warten. Ne, das ist ja jetzt mal wieder eine hervorragende Vorführung. Komm, wir gehen nach Tunze, vielleicht sind sie ja online. Tunze ist da. Gut. Und hier habe ich einen Wert von 8,34 an pH angezeigt. Ja, das ist mein aktueller pH-Wert. Und diesen pH-Wert kann ich hier unten unter SUD-Einstellung, SAT-Einstellung, kann ich den tatsächlich anpassen. So, 8,43 ist der aktuell. Da ist es möglich. So, die Zahlen, die hier hinten angezeigt sind, das sind die Zahlen, die das Gerät tatsächlich im Moment gemessen hat. Temperatur habe ich auch angeglichen. Ja, das sind, Moment, gehen wir mal kurz rüber, 24,8. Müssen wir dann auch eben noch mal kurz runterziehen, das Ganze. 24,8. So, das ist die tatsächliche Temperatur. Und NH3 kann ich tatsächlich im Moment noch nicht anpassen, weil ich keinen Test hier habe, um eine detaillierte Aussage darüber machen zu können. So, der pH ist da jetzt noch rot angezeigt, weil der Slide wahrscheinlich noch relativ frisch ist. Also ich denke, in 48 Stunden mache ich nochmal eine Anpassung und dann ist das soweit okay. So, dann kann ich mir meinen Lichtwert angucken, wenn das Gerät, blende ich euch mal eben kurz mit ein, da hinten auch so installiert wäre, dass man das vernünftig Licht reinkäme. Tut es aber nicht. Es ist an der Scheibe so installiert, dass ich halt eine Messung mache. Es ist ja nicht zum Lichtmessen da, aber ich könnte jetzt tatsächlich hier eine entsprechende Lichtmessung machen, beziehungsweise meine Werte ablesen und hätte damit die Möglichkeit, direkt jetzt hier auf dem Gerät zu arbeiten. Ja, eingestellt ist tatsächlich die photosynthetische nutzbare Strahlung. Wir können aber auch das sichtbare Spektrum einblenden lassen. Das, was wir tatsächlich sehen können, ist aber tatsächlich für uns ist diese Kurve hier hinten wichtig. Das Problem ist hier der Bereich, der rote Bereich. Das ist ja eine Anzeige, die auf Pflanzen tatsächlich gemünzt ist und nicht direkt auf Korallen. Also grundsätzlich ist das, was jetzt hier angezeigt wird, die Kurve, das, was auch tatsächlich für uns wichtig ist. Besser zu sehen ist das natürlich unter dem ITC Pairwise.
da haben wir das Ganze schön hinterlegt, aber hier ist es halt mal nice to know. Einen entsprechenden Vergleich werde ich vielleicht nochmal machen, dass ich beide Geräte nebeneinander halte und mal gucke, was beide messen. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Aber gehen wir jetzt mal zurück und schauen weiter, was wir hier haben. Wir haben die entsprechenden Werte hier angezeigt, die Temperaturwerte, und wenn ich eine Information darüber haben möchte, kriege ich die auch hier. Allerdings tatsächlich auf Englisch. Schade, aber so ist das, leider Gottes, hier bei dem Gerät. So, was ich auch noch hier habe, ist zum Beispiel Wasserchemie erklärt. Ich habe hier oben einen Reiter, also sprich, wenn ich von dem Fragezeichen werde ich weitergeleitet, dann habe ich hier oben die Hilfe, Senai Products und Wasserchemie. Und hier kann ich mir unter anderem auch Hilfe holen, wenn ich nicht weiß, was passt, wo ist es okay, was ist mit meinem NH3, wie ist der Unterschied zwischen ppm und Milligramm pro Liter und. Das steht alles hier drin und wird mir dementsprechend so mit zur Verfügung gestellt. Man kann natürlich hingehen und sagen, okay, pass mal auf, das ist zwar jetzt alles in Englisch, aber ich kann das ja markieren, rechte Maustaste, übersetzen. So, ist jetzt tatsächlich hier bei Apple sehr einfach, sollte bei anderen Rechnern aber auch gehen, und dann kann ich mir das Ganze natürlich dann übersetzt angucken. Also das mal so als kleine Hilfe nebenbei. Gehen wir aber mal wieder zurück. Was haben wir hier noch? Tatsächlich haben wir die Firmware-Version. Wir wissen, wir können hier die IP ablesen, die private IP, die öffentliche IP. Seine Diagramme anzeigen, und von da aus komme ich hier auch wieder zurück hier zu meiner Einstiegsseite. Und diese Einstiegsseite ist erstmal ein grober Überblick über das, was ich eingestellt habe. Ich habe hier das aktuelle Datum, Uhrzeit, den aktuellen NH3-Wert, den aktuellen pH-Wert und die aktuelle Temperatur. Zudem haben wir hier den Level im Prinzip, also sprich, wenn das Gerät trocken fällt, bekomme ich das gemeldet. Würde im Prinzip heißen, wenn mein Aquarium ausläuft oder je nachdem, wo ich das Ding installiere, zum Beispiel im Technikbecken. Und wenn ich da unter einen gewissen Wasserstand komme, dann schlägt er hier zum Beispiel auch Alarm. Das ist definitiv möglich. Und wir haben hier die Benachrichtigung aktiviert, wann ich den Slide wieder wechseln muss. So, das ist jetzt eine allgemeine Übersicht. Es gibt aber noch eine speziellere, und die ist hier drunter versteckt unter My Device. Da klicke ich einmal drauf und dann kriege ich den, ja, ich sag mal, tatsächlichen Wert, der jetzt hier im Endeffekt abgegriffen wird. So, und wir sehen hier einmal den aktuellen pH-Wert. Ihr seht, wo er war, den habe ich angepasst, jetzt ist er hier. Und bis das hier in diesem entsprechenden Bild erscheint, dauert das immer ein bisschen. Deshalb war gerade auch der Zugriff auf die Live-Daten direkt auf den Server, ist dann was anderes. Dann kriegt man die Sachen direkt gezeigt, was Phase ist. Ja, dann haben wir hier unseren NH3. Also wie gesagt, den muss ich noch messen. Da muss ich mir noch einen entsprechenden Test besorgen. Die Temperatur habe ich jetzt auch zweimal angeglichen hier, weil ich den nämlich eben einmal vom Refactory-System und einmal vom Tunse-System genommen habe. Die Refactory kann ich nachstellen, die Tunse ist definitiv spitz auf Knopf. Und ja, hier habe ich einen Slide, wo drin steht, wann ich meine Slides erneuern muss. Dann werde ich dann auch frühzeitig darüber informiert. Dann haben wir hier den errechneten NH4-Wert, also sprich das Gesamtammonium. Paarwert dementsprechend, wenn das Gerät dann dementsprechend irgendwo so installiert ist, dass es auch tatsächlich ständig misst oder messen kann. Mal gucken, ob ich da eine Stelle finde, die nicht ganz so auffällig ist. Ist natürlich immer so eine Sache, so ein Teil da mitten im Becken drin zu haben. Aber das ist im Endeffekt die Möglichkeit, die ich hier habe. So, dann haben wir hier oben den Reiter Senai Store. Klar, dann komme ich zum Shop. Da kann ich mir dann dementsprechend noch Sachen nachkaufen, wenn ich was brauche, Wasserstandssensor, neue Slides, hier ist der entsprechende
Webserver, nee, das WLAN-Modul und. Alles im Shop erhältlich. Gehen wir mal wieder einen zurück. So. Dann haben wir hier den Reiter Event Manager. Und hier zeigt er mir jedes Mal an, wenn irgendwas nicht passt. Das heißt, es wird aufgelistet. So. Und einmal natürlich der pH-Wert, der nicht passte, den ich jetzt angepasst habe. Wie gesagt, ich werde sehen, was im Endeffekt bei rumkommt, wenn das Ganze jetzt 48 Stunden drin war. Dann haben wir hier die Anzeige, dass das Gerät außerhalb des Wassers war. Und das wird alles hier dementsprechend aufgelistet. So, und dann haben wir hier noch hier Frage- und Antwortabteilung. Also sprich Aquariumhilfe, Standard Products und Wasserchemie. Hier drunter finde ich halt einige Sachen, die nicht nur übers Meerwasser sind, sondern auch über Süßwasser. Leider Gottes alles in Englisch. Ich glaube, ich kann es hier nicht umstellen. Nein, kann ich nicht. Und auch hier auf der Seite ist das ein anderer Account als wie auf der eigentlichen Seite, wo wir gerade eben mit gearbeitet haben. Das muss man auch wissen. So, gehen wir wieder zurück in den Überblick. Und das ist im Prinzip jetzt erstmal die Seite, womit wir arbeiten. Und was ich natürlich auch noch mit installiert habe, muss ich eben gucken, wo ist er? Da, ist die App. Und das ist im Prinzip auch mehr oder weniger die Ansicht, die ich von unterwegs habe auf meinem Handy. Die Daten sind tatsächlich, werden regelmäßig abgerufen. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich aktualisiere, ja, dann kriege ich die aktuell gemessenen Daten rein. So, dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen neuen Slide. Genau, den könnte ich jetzt hier per Kamera aktivieren. Oder ich gebe das Ganze manuell rein. Und ich kann sagen, ich möchte jetzt hier eine Wartung aktivieren. Was heißt denn das jetzt? Wartung aktivieren heißt, dass ich keine Alarme kriege, wenn ich das Gerät reinigen möchte. Das sollte man auch regelmäßig machen, hatte ich ja eben gezeigt. Die Slides können ja nur über eine Optik da unten abgelesen werden. Und mit der Zeit kommt dann natürlich auch ein Bakterienfilm oder ähnliches drauf. Und damit ich nicht mit E-Mails etc. zu bombardiert werde, kann ich hier sagen, Wartung aktivieren. Dann wird in dieser Zeit halt die E-Mail-Benachrichtigung ausgesetzt. Wenn ich jetzt hier auf Aktivieren gehe, dann ist das erstmal so. Jetzt stehen hier oben 180 Minuten, aber ich kann aber auch hingehen und das Ganze durch nochmaliges Draufklicken, habt ihr gesehen, wieder aktivieren. Somit ist mein System wieder scharf. Ich habe hier unten eine Hilfe. Ich habe hier noch die Einstellung für die Sprache. Die Hilfe, da klicken wir auch nochmal eben drauf. So, und da wird mir dann halt nochmal die Website, die ich euch eben gezeigt habe, also sprich jene welche hier mit Frage und Antwort, Wasserchemie, Aquarienhilfe, eingeblendet. Und ja, Telefonnummer, wenn ihr Englisch könnt, könnt ihr auch direkt anrufen oder halt an den Support per E-Mail schreiben. Ja, alles in allem, machen wir das hier mal aus, ist die Einrichtung, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt nicht unbedingt den WLAN mit einbinden möchte, eigentlich in meinen Augen recht einfach. Also sprich, das Gerät selber, der Webserver, habt ihr gesehen, einstecken, wohlfühlen und der macht schon das, was er soll. Ja, wenn er dann einmal registriert wurde, also sprich vorher registrieren, danach könnt ihr das Ganze mit dem Strom und miteinander verbinden und anschalten und funktioniert sofort. Ein bisschen tricky wird es bei dem WLAN. Ist aber auch kein großes Hexenwerk. Und wenn ihr hingeht und, wie ich das eben gezeigt habe, auf die entsprechende Bedienungsanleitung geht, dann kriegt ihr da auch genau gezeigt, wie es geht. Und wenn ihr das Englisch nicht lesen könnt oder nicht versteht, dann könnt ihr es markieren, übersetzen lassen. Und mit dieser Übersetzung kann man das Ganze auch sehr gut einrichten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Viele werden sich trotz all dem fragen, wofür brauche ich das? Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass eine Überwachung vom NH3, NH4 tatsächlich viel zu sehr vernachlässigt wird. In einem funktionierenden System wie dieses Becken hier, was schon sehr lange läuft, ist das eigentlich kein Thema. Aber ich kann damit tatsächlich Probleme lokalisieren, beziehungsweise sehen,
ist mein Grundsystem so weit okay? Werden meine Nährstoffe, werden meine Nährstoffe sehr schnell umgesetzt, zu schnell umgesetzt? Oder verbleibt das freie Ammonium zu lange? Das wäre ein Zeichen dafür, dass halt dementsprechend zu wenig Biologie da ist. Deshalb bin ich der Meinung, dass dieses Gerät für den Anfang, für den Start eines Beckens eigentlich eine sehr, sehr gute Option ist. Okay, 400 Euro ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen. Aber wenn ich mir als Anfänger tatsächlich nicht wirklich sicher bin, dann ist das in meinen Augen ein Hilfsmittel, was ich mir in die Hand nehmen kann, in Verbindung natürlich mit jemandem, der davon Ahnung hat. Nicht unbedingt von dem Gerät, aber von der Gesamtbiologie, der das Ganze auch interpretieren kann. So, wenn ich jetzt einen zu hohen Ammoniakgehalt im Wasser habe, also sprich zu viel NH3, kann das natürlich im Endeffekt schädlich für meine Tiere sein. Und von daher kann ich da zum Beispiel ablesen, wann kann ich meine Tiere einsetzen. Ich kann es natürlich auch umständlich über einen Tropfentest machen, wobei ich wieder die Problematik habe, die genaue pH-Messung. So, jetzt kommt ihr mir natürlich im Umkehrschluss und sagt, ja, Moment, du hast ja eben den Slide reingepackt und hast den pH angepasst aufgrund der Tatsache, dass du da selber eine pH-Messung gemacht hast. Jo, das ist richtig. Ich sage jetzt mal, die 100%ig genaue pH-Messung lässt sich natürlich auch mit dem Tropfentest machen. Und das, was mir das Gerät jetzt hier freundlicherweise in Dauermessung anzeigt, kann ich natürlich auch mit einem Tropfentest machen und umrechnen nach einer Tabelle. Das ist richtig. Aber so ist es natürlich sehr viel einfacher. Aber ich muss natürlich im Vorfeld auch die Möglichkeit haben, mir meine Parameter einstellen zu können. Korrekt. Wobei wir dann wieder bei jemandem wären, der davon Ahnung hat und der vielleicht so ein Gerät hat, womit man eine korrekte Messung machen kann. Vom pH, vom NH3, NH4 und natürlich die Wassertemperatur. Bei der Wassertemperatur bin ich zum Beispiel jemand, der ganz gerne auf handelsübliche Fleischthermometer setzt. Und tatsächlich, egal ob das ein günstiges, kleines Fleischthermometer vom großen A ist oder ob das irgendwas Teureres ist, die sind in der Regel alle ziemlich genau. Und danach kann man sich zum Beispiel richten. Ja, kostet nicht die Welt. Und ja, das Gerät ist jetzt installiert und ich werde mal sehen, wie es arbeitet, wie es funktioniert. Ich habe ja für insgesamt 4 Monate habe ich jetzt Slides da und die nächsten, die ich einsetze, werde ich dann auch 48 Stunden vorher einweichen lassen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach runter in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Gerät mal ein kleines bisschen näher bringen. Ich werde es im weiteren Verlauf, wie gesagt, mal hier ein Video machen, Vergleichsmessungen vom Paarwise und hier vom Sennheiser. Und ja, ansonsten hört ihr von diesem Gerät definitiv in meinen Tagebüchern. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Viper.